Ja, hallo und willkommen zurück zu Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis. Wir müssen in den Süden. Das haben wir ja letzte Folge rausgefunden. So. Da ist eine Oase, landen wir mal bei der. Zweifle mal, dass wir. Da haben wir Nomaden, das ist schon mal Stay etwas. here and guard the balloon. Gib Karte an Nomade. What do you make of this map? You are very close to the site. This X is a little to the south. That's about it. Okay. Thanks for the information. Noch ein Bildschirm in Süden. Wahrscheinlich. Und dann haben wir's. Oder es taucht jetzt ein X auf der Karte auf. Dann haben wir. Dann sind wir schon im richtigen Bildschirm. Ah, ja. No. Machen wir mal nicht. Dichte direkt hoch in Richtung Norden. Hier ist die Ausgrabungsstätte. Da müssen wir hinfliegen. Da geht der Spaß weiter. Oh. Ah. Ow, I've seen better landings. Ja, ich auch. Him too. Ja. Ja, wir sind bei einer Ausgrabungsstätte. Und, ja, schauen wir uns doch mal um. So. Ich glaube, hier ab der Ausgrabungsstätte das Rätsel. Hier zur Ausgrabungsstätte. Hier, ab hier ist dieses Ballon-Mini-Rätsel vorbei. Ja. Wait, where are you going? I sense the presence of Nurab Sal. Oh. I should have guessed. Ja. Indy! Huch. Come on, Sophia. Indy! Sophia! Uh-oh. Ja, die ist da jetzt unten. Reden wir mal mit dem Loch. Sophia? Bist du in Ordnung? Are you okay? I'm in deep. Good. I'll have you out in no time. Hurry! Sophia? Hast du Nurab Sal da unten gefunden? Did you find Nurab Sal down there? You're dead meat. Could you speak up? I didn't catch that. Ja. I said you're dead meat. So. Wir haben eine Zündkerze. Die, glaube ich, müssen wir sogar nehmen. Komm out. Bin fest. Okay. So. Dann haben wir ein Loch. Da haben wir eine Leiter. Jetzt, ich gucke jetzt kurz mal nach. Okay. Cool. Dann war es doch so, wie ich es in Erinnerung hatte. Geh die Leiter runter. Ja, hier ist. Dafür muss er den ganz großen Bogen rummachen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf YouTube sieht. Es ist dunkel. Wir können ja auch nur nichts mehr anschauen, sondern nur berühren. Berühren wir mal dieses Metalldings. It feels like a portable generator. Benutzen wir den mal. Okay. I can't move it. Okay.
Achso, dieses lang... Ah, langröhriges Ding ist hier. Ja, nach der Zeit gewinnt sich Indian. It's either a hose or a sleeping snake. I hope it's a hose. Nach der Zeit gewinnt sich Indian. Lichtverhältnisse und man erkennt mehr. Aber ich glaube wirklich, heller wird es nicht mehr. Dann nimm den Schlange, den Schlauch und... Das ist ein Tonding, das müssen wir auch berühren. It feels like a clay jar. Gut, dann nimm das mit. Und dann gehen wir wieder. Denn, ich habe einen Schritt vergessen, das habe ich jetzt gerade gesehen. Ich wollte nämlich, die Zelte sind nicht besonders, ich wollte nämlich, den Generator unten anmachen. Wenn wir den jetzt angeschaut hätten, hätte Indy gesagt, dass, also den nochmal angeschaut, dann hätte er gesagt, oh, da fehlt aber... It's a hose. Motor. That doesn't seem to work. Ja. So ist. Hier hinten ist der Benzintank. Ja. Schlauch mit Benzintank. So, und dann. It's an empty clay jar. Schlauch. That's enough. The jar is full. Okay. Dann gehen wir zur Leiter. Nee. Nimm. Blau. Ich glaube, den brauchen wir nämlich unten am Generator wieder. Wie gesagt, der Generator füllt Benzin. Geben wir den nochmal Benzin. Damit wir den benutzen können. Ja, Generator. Metallding. Gibt da auch dazu. Feels like an on-off switch. Oh. Nothing's happening. Maybe it's out of gas. Ah, genau da. Da sagte das. Dann, jetzt, Schlauch mit. I don't think that'll do any good. Ah, da war Metallkappe. It feels like a gas cap. Öffne Tankkappe. Now it's open. Nutze Schlauch mit. I don't think that'll work. It's a clay jar full of gasoline. I've emptied a jar into the pipe. Okay, wir brauchen doch nicht den Schlauch, aber das macht nichts. Haben wir schon etwas vorweggenommen. Wir haben kein Dings, deswegen benutzen wir einfach mal den Schalter. Gut, das hört sich gut an. Ist es hell. Ja, schauen wir doch mal das Gemälde hier an. It's a painting of a chest or arc. I've seen that before. Ja. Ich referiert Indy auf den ersten Film. Is that a ball these figures are tossing around or a stone disc? Tja. Nur das wüssten. Und hier drüben gibt's diese brüchige Wand. It's a crumbling rock wall. Und ein Holzstift. It's an ancient wooden peg of some sort. Dann nimm du doch mal. Antik ist immer wichtig. Brüchige Wand. Jetzt eine Schiffsrippe. Die brauchen wir. Dann kann ich mich noch gut erinnern. Denn die Schiffsrippe, die wird unser wichtiges Item. Das gefüllt als Zweckwaffe. Benutz Schiffsrippe mit brüchiger Wand. There's a mural behind this crumbling rock. Ja, wer hätte es gedacht.
Benutzen wir doch mal den Holzstift damit. Und benutzen wir doch mal unsere Sonnensteinscheibe damit. Dann, so. Haben wir raus. I didn't do anything. Ja, denn, schauen. Wir schauen nämlich nochmal uns den verlorenen Dialog von Platos an. Platos, ja. Das ist der Ort, gut. Deswegen oder was? Genügte ein Sonnenstein, wenn Morgenlicht die Hörner badete. Das ändert sich auch immer. Also, je nach Spielstart, das, Morgenlicht die Hörner badete. Das ist wichtig. Benutzen wir die Sonne, die Steinscheibe. So, wenn Morgenlicht, man sieht hier die Zeichen, Nacht, aufgehende Sonne, Mittagssonne, untergehende Sonne. Und hier sind Hörner. I didn't do anything. Das wollt ihr auch nicht machen, ich wollte mir die angucken. I didn't okay, do das, die sagt dazu nichts, ich dachte, sagt vielleicht was dazu. Wir können die hier verschieben. Natürlich, aufgehende Sonne ist morgens, das heißt, wir tun die so hin und drücken den Stift. Sophia? Ja. Das Rätsel hatte ich noch ziemlich gut in Erinnerung. I thought you were going to leave me in there. Ja. Believe me, I was tempted. Ja. Lucky you didn't hear something we may need. Ja, ist doch schön. Was denn? A distributor cap. It fell on my head when I sank into the hole. And that's not all. Look. What is it? It's an amber fish on a string. I can see that. What does it do? How should I know? I suppose you've come up with something more interesting. Ja, ich muss gleich noch mal im Platos verlorenen Dialog nachschauen. The sunstone is centered on the mural, the island of Crete. Ja, kriegen wir uns unser nächster Ort raus. I'll bet Crete is where we'll find a greater colony of Atlantis, Plato mentioned. That sounds possible. Let's go. So, wir schauen uns nochmal den Dialog an. Als ihre Kolonien untergingen, formten die weißen Bernstein, um damit nach dem Metall zu suchen. Doch nur das stolze Atlantis hat es bisher hervorgebracht. Das wird nämlich auch noch wichtig, der Bernsteinfisch. Weil, ne, die Atlanta haben ja mit Bernstein nach Metall gesucht. Mit diesem Fisch. Kann man ihn ja jetzt schon benutzen. Genau, der zeigt. Ja. Das ist ein Orichalcum-Detektor und den werden wir noch gebrauchen. Um später im Spiel Orichalcum zu finden. Die Verteilerkappe, die brauchen wir jetzt. Blau. Don't forget the sunstone, Indy. Ja. Oh, right. Also man kann die Sachen, auch wenn sie hier drin sind, nicht vergessen. Got it. Ja. Okay. Sophia already found all there is to find. Okay, da wollte ich nur mal nachgucken, ob es irgendwas vielleicht Dummes gibt. Wie gesagt, den Sonnenstein, den kann man nirgendwo liegen lassen. Indy nimmt den immer mit, wenn es wichtig ist. An Stellen, wo man Backtracking machen kann und es auch passieren kann, da lässt Indy dann auch den Sonnenstein zurück. Aber in solchen Orten, wo man dann nicht mehr zurückkommt, wenn man sie verlässt, nimmt er sie immer mit. Das war die Verteilerkappe mit dem Motor. It fits. Hey, dann schließe die Motorhaube. Öffne Tür. Benutze. Truck. The engine won't start for some reason. So.
Habe ich jetzt doch vergessen. Ah, ja, ich hab was vergessen. Klar. Hier nochmal die Leiter runter. Wir müssen nämlich nochmal zum Generator. Aber das war's in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.